Moin, Leute, da sind wir wieder. Ja, beim letzten Mal haben wir ja hier den Gang freigelegt. Das bedeutet für uns natürlich, wir können hier dann auch aufmachen. Und das hier auch schon mal wegklopsen. Dann holen wir hier noch den Rest raus. Wie voll sind wir denn? Ach, naja, das geht. Da geht noch was. So. Bing. Wir kloppen natürlich wie immer alles hier raus. Wir haben nichts zu verschenken. Wir sind arme Minecrafter. Und das heißt, wir nehmen alles mit. So, Ding, Ding, Ding. Hier möchte ich noch nicht ran. An die Kohle möchte ich noch nicht ran. Ja, dann geht's hier auf dieser Seite geht es weiter. Wie gesagt, die Kohle, die werden wir uns noch holen, aber nicht jetzt, sondern später. Zurzeit höre ich nur ein einziges Skelett. Die Reihe muss raus, damit man da immer gescheit hoch und runter kommt und dann nicht aus Versehen gegen die Steine dagegen springt. Ich weiß gar nicht, ob das sein müsste oder nicht. Aber um hier auch mal das ein oder andere Loch stopfen zu können, von daher nehme ich die Steine immer mit. Denn ich baue das halt, wie gesagt, nicht so gerne mit Cobblestone. Da weiß ich dann immer nicht, ist da jetzt ein Spawner oder nicht. Von daher mache ich es mit normalem Stein. Also, bing, bing, bing. Ja, dann sind wir hier auch gleich durch. Abgesichert haben wir alles. Hier ist ja noch was Besonderes. Da unten hatten wir, glaube ich, das Wasser. Ja, da haben wir dicht gemacht, Wasser abgeknipst. Hier haben wir auch soweit dicht gemacht. Na, mal gucken. Ah, ja gut, okay. Hier können wir rausnehmen. Dann sollten wir das auch rausnehmen können. Dann geht es gleich darum, wie gefährlich ist es, wenn wir hier um die Ecke gucken. Machen wir erstmal zu. Ja, hier haben wir schon einen Spawner. Auch hier machen wir zu. Nein, das war falsch. So, kann ich denn jetzt hier noch irgendwie eine Fackel da drüben setzen? Ja, geht. Aber auch hier machen wir ganz normal zu. Den Spawner werden wir uns gleich noch angucken. Vorher natürlich wieder das alte Spiel alle rausreißen. So, Ding, Ding, Ding. Und plopp, plopp. Ja, die Fackeln sind gut gesetzt. Die ist natürlich zu viel. Die kommt dahin. Da werden wir gleich aufmachen. Auf jeden Fall ist da unten ein Zombie-Randale. Von daher gehe ich mal aus. Das wird wohl ein Zombie-Spawner sein. Würde mich jetzt wundern, wenn es ein Skelett-Spawner ist. Wenn wir hier die ganze Zeit den Zombie-Terror auf dem Ohr haben.
Was ist denn hier eigentlich? Oh, da ist gar nicht so viel. Gut. Ja, die Fackel hier am Ende, die setze ich immer aus. Dem Grund, damit ich schon von weitem sehen kann, da ist der Gang zu Ende. Das hat also nur diese Bewandtnis, damit ich da nicht sinnlos reinrenne. Wenn man mal weiter weg ist, gut, bei diesem kurzen hätte das nicht unbedingt sein müssen. Das könnte man, glaube ich, auch auf diese kurze Entfernung noch sehen, dass hier nichts wirklich mehr ist. Aber hier ging es ja weiter, oder? Da ging es definitiv weiter. Da machen wir aber auch erstmal wieder zu. Ja, wieder die Spitzhacke rausgenommen und dann wieder die falsche am Start. Nee, 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 ohne sowas. So, die weg. Was soll der Geiz? Das nehmen wir hier alles raus. Das muss hier nicht stehen bleiben. Auch das können wir rausnehmen. Fertsch. So, dann können wir uns nämlich hier mal die ganzen 7 Milliarden Fackeln irgendwie sparen. So viel weniger habe ich jetzt auch nicht gesetzt, aber immerhin. Ja, ich habe so das Gefühl, der Spawner, der läuft jetzt hier richtig schön voll, während wir hier noch am Häckseln sind. Ob das unbedingt so ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Mein Schwert sieht auch schon nicht mehr so gut aus. Ich hoffe, das hält das noch durch. Aber zur Not können wir ja von oben erstmal ein bisschen mit dem Bogen reinhalten. So. Dann war das hier und gleich wieder einen reinsetzen. Das ist nur aus dem Grund wegen der Spinnen. Ja, ich wäre dafür, wir gehen erstmal eine Runde ausladen. Das kriegen wir ja dann doch nicht mehr alles mit unter. Je nachdem, wie voll da die Kisten in diesem Spawner sind. Und von daher gehen wir einfach mal ausladen. So, auch da schick gemacht. Oh, sieht auch schick aus. Alle schick. Alle schick, alle toll. Einige werden jetzt sicherlich da beim Video gucken und sagen: Mensch, guck doch da endlich rein. Mach mal. Ja, kommt doch alles. Kommt alles. Alles zu seiner Zeit. So, die raus. Bling, bling, bling. Das raus, das raus, das raus. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen wenig Fackeln. Das heißt für uns also gleich nochmal einerseits ein Schwert bauen. Das ist mir dann doch lieber. Und andererseits. Hoppala. Naja, gut. Mit 26 Fackeln sollten wir hinkommen, obwohl ich weiß es nicht. Man baut ja doch lieber immer ein paar mehr Fackeln. So. Sollte dann aber wirklich genügend sein. Ach so, da hätte ich ja noch zwei Kohle gehabt. Naja, egal. So, Atagehü, aber halt vorher, bevor wir da anfangen rumzuschnitzeln, lieber nochmal was essen. So, jetzt habe ich es aber trotzdem nicht richtig in der Leiste. So, Glück draußen, aber den Samthandschuh drin. Und dann rennen wir doch mal, weil wir es können. So, und jetzt kann man hier auch gescheit hochspringen und runterspringen. Ja, und dann machen wir doch mal den Spawner auf hier. Und schauen mal. Ja, können wir da eine Fackel? Können wir. Oh, hier gibt es auch Slimes. Schön. Ja, sind wir mutig, Leute? Sind wir mutig? Na, kommt her, hier, Slimes. Der hat nichts gedroppt. Der auch nicht. Boah, Zombie. Ach, ich hätte vielleicht mal den Spawner abschalten sollen.
Ich bin ja auch die Leuchte vorm Herrn. Noch mehr Kisten. Noch mehr Kisten. Noch mehr Kisten. Fackel zumachen. Ich bin ja eine Leuchte. Lauf da einfach mal raus und lass den Zombie-Spawner noch an. Eigenartig finde ich, dass jetzt gar nicht so viele Zombies da waren. Naja, wie auch immer. So, bing. Bing und bing. Und dann gucken wir nochmal. Hier um der Ecke. In diese dunkle Ecke. Ja, die sind alle hier hinten anscheinend. Aua, 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 aua. Lass das. Nee, also bisher noch nicht so wirklich. Gut, hier ist der Gang zu Ende. Aber jetzt gucken wir wirklich als allererstes erstmal in die Kisten rein. So, hier, das, da können wir noch nichts rausnehmen. Da werden wir mal gucken müssen. Und wir haben endlich unsere heißgeliebten Melonenkerne. Und wir haben noch Kürbiskerne, super, naja, bisschen Gold. Aber alles ist passiert. Das war echt das Wichtige, dass wir endlich mal die Melonenkerne finden. So, wir leuchten hier jetzt nur noch mal extrem aus. Reißen mal die beiden Kisten ab. Und werden die dann auch mitnehmen. Jetzt werden wir hier nochmal in die Kisten reingucken. Ein wenig Redstone. Ein Sattel ist, glaube ich, unser erster oder unser zweiter. Weiß ich jetzt gar nicht. Ein Eimer. Eimer finde ich immer klasse. Noch mehr Eisen. Brot, Faden, Kakaobohnen. Finde ich auch okay. Und ja, wir können wirklich nur noch das hier jetzt auch alles mitnehmen. Den Stein werden wir komplett rausnehmen. Dem Frieden traue ich nicht da mit einer Fackel, von daher, die werden bei mir grundsätzlich immer komplett befackelt. So, bing, also noch mehr beleuchten. Wäre jetzt der völlige Overkill gut. Wir retten uns aber erstmal zurück, werden ein wenig ausladen und dann werden wir mit dem Melonensamen zurückhetzen zu unserer Weizenfarm, die ja zurzeit noch eine Weizenfarm ist. Und da werden wir dann die Melonen mal anpflanzen, also die Melonensamen, damit wir dann endlich mal ein paar Melonen rauskriegen. Ich weiß gar nicht mehr, warum das so dringend sein musste, dass ich überhaupt Melonen habe. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wir gucken mal, was wir alles hier lassen. Ich würde mal sagen, den ganzen Monster-Loot lassen wir hier. Die Kisten stellen wir natürlich auf. 3 und dann haben wir noch 2, die wir zu Hause gleich wieder einbauen. Weizen nehmen wir mit, Kakaobohnen nehmen wir mit, das nehmen wir alles soweit mit. Eimer nehmen wir mit. Ja. Zäune. Zäune nehmen wir lang und schmutzig und zwar alle mit. Und das war's dann auch schon. Und dann geben wir nochmal schnell eine Runde schlafen und dann hetzen wir mal nach draußen und mal gucken, wer uns da alles so begrüßt. Ich würde ja jetzt auf F5 drücken zum Schnellspeichern, aber das funktioniert ja hier nicht. Ein Skelett höre ich schon mal. Wo ist es? Wo ist es nun? Ah, da ist es. Komm her hier. Zing, zing, zing. Oh, zum Glück war es kein Creeper, das wäre echt unpraktisch gewesen. Puh, da kommt das nächste. Ja, Leute, Folge eigentlich schon zu Ende, aber was soll ich machen? Ich muss mich ja irgendwie nach Hause retten. Spider-Man, Creeper. Oh Gott, so viele Monster. Und ich will doch einfach nur nach Hause. Also ich würde ganz gerne hier aus dem Wald hinaus. Denn ich traue dem Frieden hier nicht so.
Zing, zing. Und ja, wir überziehen einfach mal diese Folge etwas. Dafür bin ich ja auch immer mal gut. So. Und wir retten uns nach Hause. Hallo Schaf. Jeha, endlich Melonen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die Melonen eigentlich so dringend haben wollte. Naja, vielleicht fürs Zaubertränke brauen. Braucht man die eigentlich dafür? Ich glaube ja. Ich glaube, mit diesen, in Verbindung mit diesen Golden Nuggets, da kommen auch diese golden schimmernden Melonenteil-Dinger-Geräte bei raus. Mit dem Brauen habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht so beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich jemals damit beschäftigen werde. Als ich die Melonenfarm gebaut hatte, hatte ich ja gesagt, so, nee, ist nicht so ganz meins, ne, weil das ist irgendwie nicht so wirklich so, fühlt sich nicht so Minecraft-mäßig an. Naja, wie auch immer. Ich beende hier jetzt erstmal diese Folge und sage tschüss, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut.